Ihr habt noch einen alten Röhrenfernseher und wollt daran Geräte mit HDMI anschließen? Ich zeige euch, wie es für unter 20 Euro möglich ist. Brauchen wir als erstes diesen HDMI to AV Adapter. Ihr habt hier quasi ein HDMI Input und ein Cinch oder AV Output an den Röhrenfernseher. Hier haben wir NTSC und PAL. Hier müssen wir auf PAL stellen. Dann haben wir hier noch eine USB-Zufuhr. Da müssen wir dann ein Mini-USB-Kabel einlegen. Also schön noch Röhrenfernseherzeit. Naja, das war eher so die 2000er, aber da gab es ja auch noch Röhrenfernseher. Ich schweife vom Thema ab. So, dann machen wir hier ganz normal dieses Kabel rein. Das muss in die Steckdose, weil dieser Adapter braucht externen Strom. Brauchen wir noch ein Cinch-Kabel und natürlich ein Gerät, das bei HDMI angeschlossen werden soll. Ich habe mir hier den neuesten Google Chromecast gekauft in HD, weil ein Röhrenfernseher kann ja eh kein 4K, von daher, ja. Was müssen wir machen zum Anschließen? Ihr macht ganz normal die Cinch-Kabel in diesen Adapter, wie ihr es halt irgendwie gemacht habt. Oder, das muss jeder hinbekommen. So, Kabel halt reinstecken, dann auf PAL stellen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, das USB-Kabel einstecken und das dann halt ganz normal in die Steckdose. Hier packe ich jetzt den Chromecast aus, das ist der Chromecast bis Full HD und das kann der Röhrenfernseher nicht mal, also dieser Röhrenfernseher zumindest, gab tatsächlich welche, die konnten auch HD und hatten HDMI. Auf jeden Fall, habe ich den jetzt ausgepackt erstmal und ja, wie gesagt, der kann jetzt nur bis Full HD, ihr könnt theoretisch aber auch 4K anschließen, der wird halt nur nicht als 4K wiedergegeben. Jetzt einfach das USB-Gerät in den Adapter und dann sollte das ungefähr so aussehen. Als letztes ballert ihr nur noch die Cinch oder AV-Kabel, wie man es nennt, in den Fernseher. Mein Fernseher hat jetzt keinen Stereoton, heißt ich kann nur 2 von 3 Cinch-Kabeln anschließen, macht aber gar nichts, weil es funktioniert trotzdem gleich. Mit dem Adapter, da gibt es keinen Unterschied, ich schließe halt 3 Kabel an dann und dann läuft das auch. Und das Einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist den Fernseher anmachen, der läuft ein bisschen an, der leuchtet jetzt unten schon grün und dann müsst ihr einfach nur auf AV drücken oder auf Quelle, bis ihr halt in dem richtigen Kanal seid und jetzt seht ihr schon, wir haben das Signal von dem Chromecast und den kann ich jetzt ganz normal einrichten. Es flackert jetzt nur in der Kamera. Die Bildqualität wird durch den Adapter zwar etwas schlechter, aber noch verkraftbar, sage ich mal. Man konnte sogar noch halbwegs QR-Codes scannen. Wie ihr seht, es funktioniert einwandfrei auf dem Röhrenfernseher. Das Flackern seht ihr jetzt nur in der Kamera, das ist in echt nicht. Und ja, es geht, es gibt keine Ausfälle, es kommt nicht irgendwie mal No Signal. Es läuft wirklich sehr, sehr stabil. Der Adapter wird zwar etwas warm, wenn er länger am Strom ist, aber das ist nicht so schlimm, also es ist ja nicht gefährlich heiß oder so. Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und bis zum nächsten Mal.